Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht es daran, dass wir unser eigenes Fitnessstudio bauen von dem CleverFit. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, ein bekanntes Fitnessstudio. Ich selber gehe auch dahin, dreimal die Woche. Ha, kann ich selber mir auf die Schulter klopfen. Ziehe ich durch, schon seit über 2 Jahren. Und ich denke mir, in Minecraft können wir uns auch noch ein bisschen sportlich betätigen. Daher bauen wir uns heute einfach mal dieses Studio hin. Und wie das funktioniert, zeige ich dir. Von daher schnapp dir die Blöcke und dann geht's los. Für den Anfang geht's erstmal los. Ich würde mal sagen, mit den Säulen. Wir begrenzen uns unseren Sportstudio einfach erstmal ab. Ich nehme da jetzt einfach mal grauen Beton. Da machen wir uns erstmal ein schönes Viereck einmal hin aus 4 Blöcken. Und dann lassen wir mal einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke immer dazwischen Platz. Und dann setzen wir jetzt so eine Dreierreihe hin, zweimal. Und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. Und dann kommt wieder dieser Dreier hin. So, und das werden wir jetzt jedes Mal immer machen. Und zwar halt immer wieder so eine Säule, also so ein Fundament davon. Und immer 7 Blöcke Platz. Auf der Vorderseite haben wir insgesamt 7-mal solcher Säulen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als ob wir das abgezählt hätten. Das ist ja wieder... Ne? So. Also immer 7 Blöcke Platz lassen und wieder einmal hier das Fundament hin. An der Ecke machen wir natürlich dann nur diesen normalen 4er Block einmal hin. So. Wenn wir jetzt zur Seite abbiegen, machen wir das Spiel wieder so, nur dass wir jetzt hier insgesamt 4 Säulen haben. Das heißt aber, wir lassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke wieder dazwischen Platz. So, und hier auf der Ecke machen wir wieder nur diesen 4er. So, Rückseite. Und wie die andere Seite spielt sich genauso ab, wie wir das hier schon haben. Ja, bauen eben fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp, aber fit am Start, Digga, check den Plan, dein Gym wird gebaut, wir kommen. Wenn wir das soweit fertig haben, wollen wir diese Säulen auch erstmal nach oben ziehen. Insgesamt sind das 8 Blöcke. Also wir können ja nochmal zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich setz den Grundsteinbeton richtig tight, Fundament stabil, ich bin ready to fight. Ziegel auf Ziegel, ruf bis in den Sky. Du weißt, dein Gym wird so fly, so high. Tür aus Glas, das Ding glänzt wie ein Diamant. Rein in den Raum, wo die Games sind bekannt. Fenster so breit, Licht fällt von allen Seiten. Bau das Gym, keine Zeit zu vergeuden, wir gleiten. Leuchtendes Logo, ja, Neon im Licht. Minecraft bauten, keiner kommt an dich. Handelbank steht ready für den Lift. In dieser Pixelwelt bring ich den Shift. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Licht an die Decke, der Raum wird bright. Alles im Spot, Flex-Modus bereit. Spiegel an die Wand, check deinen Flex. Gains in coming, next level complex. Cardio Area, Laufband rollt. Ausdauer Trip, das ist was zählt, Bolt. Hanteln aus Stein, schwer wie das Game. In Minecraft gibt's keine Limits im Frame. Geräte platziert, jeder Block sitzt. Minecraft Gym, wo der Boss jetzt schwitzt. Die Bauten perfekt, alles just right. Dein clever Fit steigt wie Neon. Wenn wir das ganz fein so hochgezogen haben, nehmen wir jetzt einmal weißen Beton und wollen jetzt die mittleren Flächen einmal ausfüllen. So, wir machen das immer bei unseren Dreiern Blockreihen hier, die wir haben, immer natürlich schön in der Mitte. Und erste Aufgabe wird sein, wir setzen hier 1, 2, 3, 4 und 5 Blöcke einmal hier hin, dass wir erstmal so eine schöne Wand haben. Dann lasst ihr darüber 2 Blockreihen Platz und setzt dann hier die nächste Reihe mal hin, dass ich sie einmal schön oben ab. Dass es glatt ist. So, danach wollen wir darauf nochmal 2 weitere Reihen setzen. Und wir achten darauf, dass wir bei unseren Säulen immer eine Blockreihe so an sich außenstehend überstehend haben. Ja, so sieht das denn aus. Und das ziehen wir jetzt einmal komplett ringsrum. Schwer wie das Game. In Minecraft gibt's keine Limits im Frame.
Geräte platziert, jeder Block sitzt. Minecraft-Gym, wo der Boss jetzt schwitzt. Die Bauten perfekt, alles just right. Dein clever Fit steigt wie Neon im Night. Wir bauen diesen Fit, Block für Block. Minecraft-Gang, und wir machen nie Stock. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block. Minecraft-Gang, und wir machen nie Stock. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Das Tutorial durch, Gym ist am Glänzen. Du weißt jetzt Bescheid, wie wir Bauten entgrenzen. Flex im Game, ja du baust auf dein Stil. Clever Fit in Minecraft und das so real. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir kommen an den Rand. Der nächste Schritt, den wir machen, heißt Türen und Fenster reinbauen. So, wir fangen auf der Vorderseite an. Die erste Reihe lassen wir so, wie sie ist. Bei der zweiten können wir die Mitte einmal freihauen. Und wir haben ja hier, sage ich mal so, ja, eine Mitte ist ja da. Wir haben ja 7 Blöcke. So, den Durchgang machen wir auf eine Breite von 3x3. Das ist perfekte Größe für einen Skin. So, danach würde ich sagen, gleich daneben die Wand, da machen wir einfach mal ein 2x3 Fenster rein. So. Und ich würde noch eins machen. Lass dazwischen mal eine Wand frei und dann hier hauen wir es auch nochmal rein. So. So wie dann schon mal zur Vorderseite. Wenn wir jetzt auf diese Seite fliegen, würde ich mich dazu entscheiden, einfach nur ein Fenster in der Mitte einmal zu machen. So. Die anderen beiden Seiten, die lassen wir so. Und auf der Rückseite genauso das gleiche Maß mit dem Fenster, wie ich das auf der Vorderseite habe. Das mache ich synchron einfach mal hinterher. Ihr könnt natürlich auch das Ganze euch so basteln, wie ihr möchtet, aber ich finde das ganz passend. Denn es kommt ja auch irgendwann mal dazu, dass wir es auch innen drin uns einrichten wollen. Und da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Man sieht ja schon hier die Zeichnungen, wie ich mir das hier so ein bisschen schon denke. Und da wird das Ganze so passen mit den Fenstern. So, theoretisch wäre, sage ich mal, hier auch noch ein Fenster. Aber weil ich hier später die Umkleiden hinbauen will, passt das nicht so ganz. Ich lasse es jetzt so. Und außerdem, ich möchte in den Umkleiden keine Fenster haben. Denn uns soll ja keiner beobachten, wenn wir uns umziehen zum Sport. Was soll denn das? Bei unserer Tür, da nehme ich jetzt einfach mal schwarzes Glas. Das werde ich komplett für das ganze Gebäude nutzen. Und ich mache mir die Tür jetzt so, dass die auch, sag ich mal, offen ist. So, dann machen wir das einmal nach vorne und Griffe, da nehmen wir einfach mal Zauntor. Ansonsten bleibe ich, wie gesagt, bei der Farbe und setze mir die jetzt überall bei den Fenstern rein. Das ist jetzt nicht nur bei den kleinen hier unten, sondern auch hier oben. Diese zweier Lücke, die wir hier jetzt halt uns gezogen hatten oder freigelassen hatten, da setzen wir die einmal rein. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft Gang, und wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Ich setz den Grundstein, Beton richtig tight, Fundament stabil, ich bin ready to fight. Ziegel auf Ziegel, ruf bis in den Sky. Du weißt, dein Gym wird so fly, so high. Tür aus Glas, das Ding glänzt wie ein Diamant. Rein in den Raum, wo die Gangs sind bekannt. Fenster so breit, Licht fällt von allen Seiten. Bau das Gym, keine Zeit zu vergeuden. Wir gleiten, leuchtendes Logo, ja. Gut, meine Fenster sind drin. Als nächstes nehme ich jetzt einfach mal glatte Steinstufen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich setze mir unten nochmal eine kleine Reihe hier einmal hin. Die ziehe ich mir komplett einmal ringsrum. Neon im Licht, Minecraft-Bauten, keiner kommt an dich. Handelbank steht ready für den Lift. In dieser Pixelwelt bring ich den Shift. Wir bauen diesen Fit. Was wir natürlich unten uns einmal hinsetzen, können wir einmal nach oben drauf aufs Gebäude uns einmal langziehen. Und zwar auf unserer weißen Betonreihe. Minecraft-Gang, wir machen nicht Stopp. Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Und weiter geht's mit Quarzblöcken. Ich würde sagen, wir können uns ja in unsere Sporthalle natürlich auch noch eine Decke ziehen. Jetzt seht ihr ja, sag ich mal, wir haben ja unsere Säulen hier. Die hören ja, sag ich mal, ab einer bestimmten Höhe auf. Und ab dieser Höhe könnt ihr einfach eure Blockreihen hier raufsetzen und zieht euch das dann lang. Ich würde euch wirklich raten, nehmt so Quarzblöcke mit diesem Kachelmuster, denn haben wir dann eine schöne Deckenfarbe oder ein Deckenmuster, kann man schon sagen. Also einfach nur leicht gehalten. Man kann es sich dann noch später auskleiden mit Lampen etc. Aber das passt so fürs Sportstudio. Passende Decke.
So, und das würde man sich dann, sage ich mal, hier einmal komplett langziehen. Ich erspare mir das Ganze jetzt schon, weil ich es ja einmal schon drüben gemacht habe. Ihr könnt aber dann auf eure Decke hier das noch einmal verkleiden. Und zwar würde ich jetzt hier etwas Dunkleres nehmen. Und zwar polierte Schiefer... Nee, tiefen Schieferstufen. So heißen die, genau. Die würde ich mir dann einmal darauf nochmal langziehen. Das heißt, erstmal die Decke, dann das Dach. Und das hebt sich farblich natürlich noch einmal ab hier von unserer Kante. Ich würde aber diese Stufen noch einmal nehmen, um sie mir auf meine Pfeiler hier zu setzen. Um die noch einmal ein bisschen hervorzuheben. Sehr schön. So, als nächstes machen wir natürlich noch unsere Werbeschilder. Wir machen einmal ein kleines Schild. Das fliege ich jetzt einfach zur Seite. Und das rahmen wir jetzt einmal mit rotem Beton ein. So, ich glaube, ich habe ein bisschen zu hoch gemacht. Wir machen mal so, dass wir insgesamt... Halt, weißer Beton sieht schöner aus. So, dass wir hier zweimal eine Dreier-Schicht haben von dem weißen Beton. So, einmal einrahmen in rot. Und dann können wir das später... natürlich, sage ich mal, fit draufschreiben. Das werde ich spiegelverkehrt auf der anderen Seite einfach mal hinterher bauen. Einfach hier so hinfliegen. So, ich kann ja auch erstmal hier den Beton einmal in die Mitte setzen. So, den will ich mir einmal einrahmen. Wunderbar. Und dann fliegen wir nochmal einmal zur Vorderseite, da wo wir unseren Eingang haben. Und jetzt schlage ich mal ein bisschen Beton hier einmal weg. So, auf der anderen Seite auch. Und jetzt rahme ich mir die Tür nochmal ein bisschen ein. Die soll so ein bisschen hervorgehoben werden. Dass jeder auch sieht, okay, das ist unser Eingang. Über den Eingang, da setze ich mir nochmal über die Fenster nochmal eine weiße Betonreihe, einmal davor. Dann nehmen wir mal den roten Beton, setzen darüber oder davor dann wieder eine Betonreihe. Und das machen wir jetzt mal insgesamt 4 Blöcke hoch. So, dass es auch so ein bisschen übersteht hier über unser Gebäude. So, die Fläche füllen wir dann einmal aus mit unseren Blöcken. Und dann wechseln wir noch einmal das Material. Und zwar nehmen wir jetzt schwarzen Beton. Und dann mache ich mir jetzt hier, halt, muss ich ein bisschen hier basteln. So einen kleinen Winkel mache ich mir jetzt hier einmal rein. So einen kleinen Knick, genau. Das soll einfach nochmal das Logo ein bisschen darstellen von Clever Fit. Jetzt brauchen wir natürlich noch Banners, um das Ganze da auch rauf zu zeichnen. So, bei mir ist das natürlich wieder einmal vorbereitet. Schwuppdiwupp, habe ich meine... Clever Fit Schrift fertig. Aber wenn du natürlich jetzt nicht weißt, wie man Buchstaben auf Banners craftet, ich verlinke dir wie immer oben einmal in der Ecke ein passendes Video dazu, dass du dir die Schrift natürlich nachmachen kannst. So, ansonsten hier bei dem Kleinen, da machen wir nur die Kurzform Fit einmal rauf und dann haben wir Clever Fit hier einmal uns beschriftet. Ja, nicht vergessen, auf der Rückseite hatten wir auch nochmal das Logo. Ihr könnt dieses kleine Logo natürlich auch gerne auf den Seiten euch platzieren, wenn ihr das wirklich von jeder Seite haben wollt, dass jeder sieht, okay, das ist hier mein Sportstudio. Ansonsten wäre damit die Beschriftung dann auch fertig. Was jetzt noch kommt, wo ich jetzt eigentlich nicht unbedingt das euch jetzt erklären muss, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn ihr euer Dach einmal raufgezogen habt, das sieht natürlich ein bisschen doof aus, wenn da nichts drauf ist. Daher würde ich euch einfach eine Empfehlung machen, macht euch nochmal ein bisschen Deko rauf, so Lüftungsanlagen etc. Ich habe die, sag ich mal, immer hier 6 Blöcke in der Länge, 3 in der Breite gemacht. Habe hier Betonblöcke, Stufen rauf und dann einfach noch ein paar Eisenfalltüren gemacht, einfach um das so ein bisschen darzustellen. Ansonsten könnt ihr auch noch gerne ein paar Leitungen euch hier oben langlegen auf die Belüftung. Da würde ich mal Eisenblöcke nehmen, finde ich ganz passend. Irgendeine weiße Treppe, um das so ein bisschen abzurunden, so einen Knick reinzumachen. Und ja, das kann man sich hier so ein bisschen langziehen. Entweder ihr macht es so einfach gehalten wie ich oder noch ein bisschen mehr ins Detail. Könnt ihr euch auch noch machen, aber vergesst nicht, das ist ein Dach. Und die meisten Leute, die jetzt nicht fliegen können, so wie wir, die sehen das Gebäude eh nur von unten. Also Geschmackssache, ob ihr euch das oben dekoriert oder nicht. Das war's dann heute erstmal für diese Folge. Unser Studio steht erstmal schon. Natürlich ist es innen drin noch leer. Das ändern wir mit der nächsten Folge. Und wenn ihr natürlich ein paar Vorschläge habt, was in so ein Fitnessstudio mitgehört, könnt ihr es gerne reinschreiben. Ansonsten, ich richte mich einfach danach, wie es natürlich auch in echt aussieht. Ansonsten war es das Video für heute. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Oben in der Ecke gibt es noch ein paar weitere Videos. Ansonsten war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut rein und ciao. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang. Und wir machen nicht Stock, Clever Fit am Start, Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Wir bauen diesen Fit, Block für Block, Minecraft-Gang. Und wir
Digga, check den Plan. Dein Gym wird gebaut, wir kommen an den Rand. Das Tutorial durch, Gym ist am Glänzen. Du weißt jetzt Bescheid, wie wir bauten in Grenzen. Flex im Game, ja, du baust auf dein Stil. Clever fit in Minecraft.